So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Heute habe ich eine Premiere und zwar habe ich heute mir eine neue Kamera zugelegt. Ich sage jetzt bloß nicht der Name, sonst heißt es wieder, ich mache Werbung. Nee, Spaß beiseite. Also ab jetzt kommen Videos mit neuer, besserer Qualität, mit Tonqualität. Auch das Piepen ist jetzt nicht mehr, weil das war jetzt bei meiner alten Skype-Kamera. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt eine neue quasi. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gibt, also wie jetzt die Aufnahme ist, so wie die Beleuchtung. Also es wird ja schon abends und ich habe jetzt hier eine Energiesparlampe und ich denke jetzt mal, so wird es normalerweise von der Beleuchtung reichen, aber ihr könnt mir da gerne ein Feedback geben. Wie findet ihr die Qualität? Ja, ich meine, natürlich gibt es bestimmt noch bessere Kameras oder so mit noch besserer Qualität, noch höherer Auflösung, aber ich denke, ich bin eigentlich so zufrieden für die Ansprüche, die ich habe. Ja. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach notwendig, weil die alte Skype-Kamera, die hat gepiept, die hat komische Geräusche gemacht und die Qualität auch also von der Videoqualität war eben nicht so gut. Also das wollte ich jetzt nochmal sagen. Jetzt kommen Videos mit super Qualität. Ja, weil ich habe jetzt in Ausrüstung investiert und deswegen. Dann der nächste Punkt ist einfach, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich habe ja mit Marco Hümer, dem Bewusstseinscoach, eine, sag mal so, eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Da gab es auch Videos und Antwortvideos, ja, also Videos und Gegenvideos könnte man sagen. Ich werde alle Videos unten verlinken. Ich muss halt erstmal dieses Video, was ich jetzt mache, hochladen auf YouTube und dann werde ich die Videos verlinken, damit ihr ungefähr wisst, um was es geht, ja. Es gab, sagen wir mal so, Meinungsverschiedenheiten oder ja, positive Kritik. Losgegangen ist eigentlich mit den Kritikvideos von Astral Real Talk. Und ich habe dann dazu ein Video gemacht. Es ging ja dann um die Preise. Ja, wie gesagt, ich erzähle es jetzt nur kurz. Die Videos dazu verlinke ich dann alle. Und meine Meinung war einfach so allgemein, ja, dass es halt, wenn es um Spiritualität geht, dass man halt das Kommerzielle ein bisschen im Hintergrund lässt. Das war eigentlich das, was ich dann auch weitergegeben habe und so. Und das war ja dann okay, das hat der Marco ja verstanden und das war alles soweit gut. Jetzt war es dann so, dass ich mal eine Frage gestellt habe an der Marco, dass ich gefragt habe, was könnte jetzt ein Hartz-IV-Empfänger oder Niedriglöhner machen, um Astralreisen zu lernen. Also Astralreisen sind großkörperliche Erfahrungen. Und wie kann man das machen? Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, was gibt es für Möglichkeiten? Wenn man jetzt nicht das Geld hat, um sich Frequenzen zu leisten oder Seminare oder ja, Bücher oder so. Und ja, da kam halt dann von Marco dann halt so nach dem Motto, dann geh halt arbeiten oder arbeite mehr, tu mehr und so. Und das kam halt für mich nicht in Frage. Jetzt ist es aber so, dass ich das eigentlich nur als Meinungsverschiedenheit auch da schon gesehen habe. Also für mich ist der Marco weiterhin ein Freund, ja, ganz normal. Also ich finde ihn auch trotzdem, ich habe auch zu dem Zeitpunkt immer gesagt, das ist trotzdem ein großer Lehrer in Sachen Bewusstseinserweiterung. Man kann viel von ihm lernen. Aber da waren wir halt einer unterschiedlicher Meinung. Ja, also, und deswegen kam von mir das Antwortvideo von mir. Marco Hümer, die Antwort hat es, glaube ich, noch geheißen. Also, wie gesagt, die verlinkst du ja. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und natürlich war ich ein bisschen debüht, war ich vielleicht ein bisschen, habe ich mich zurückgestoßen gefühlt, schon auch. Das muss ich ja zugeben. Und wie ging es dann weiter? Es war dann so, dass ich bei YouTube, also dann auch gehatet worden bin von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung gehabt haben, die mich gehatet haben, so nach dem Motto, lass den Marco in Ruhe, du faule Sau, du bist nur zu faul zum Arbeiten und so, du bist nur neidisch und so weiter. Die haben gar nicht den Zusammenhang verstanden, die haben gar nicht verstanden, um was es überhaupt geht. Ja. Und jetzt war es so, netterweise hat mir der Marco ein Gespräch angeboten, ja. Und wie gesagt, wir wollten ja erst bei Skype uns unterhalten und das auch Video dann auch aufnehmen und dann hochladen. Jetzt war es nur dummerweise so, dass es da technische Probleme gibt, weil der Marco Grimm zurzeit eben viele Uploads macht. Also ladet da viel für sein Brainwave, für seinen Job da hoch und deswegen ist die Übertragung eben so schlecht gewesen. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, dann hat er bei mir angerufen auf dem Handy. Und das war schon das Erste. Also ich wollte jetzt erst ihn anrufen, aber dann hat er gesagt, nee, ich rufe an. Also ich habe dann gefragt, hast du Flatrate oder so? Und dann hat er gesagt, nee, das passt schon. Also ich zahle das gerne. Also ich bin froh, mich freut es, dass ich mit dir sprechen kann.
Und da sieht man ja schon, dass der Marco doch eine soziale Ader hat. Deswegen möchte ich das auch mal zurücknehmen, was ich gesagt habe in meinem Video. Also Entschuldigung, Marco, falls du das Video jetzt, ich denke, du wirst das Video hören, ich nehme das alles zurück. Also es tut mir leid. Weil das Gespräch, was wir dann geführt haben, ja, das war auf so einem hohen Niveau, das war so freundschaftlich und so nett, kann man sagen. Also, dass ich wirklich sagen muss, der Marco ist wirklich ein herzensguter Mensch, damit das endlich mal jeder kapiert. Das ist meine Meinung über Marco. Er ist ein Mensch mit Herz und Verstand und von dem kann man sehr, sehr viel lernen. Ja? Und wenn es überhaupt irgendwelche Differenzen gegeben hat, aber es waren ja eigentlich nur Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und Marco, dann sind sie spätestens nach diesem Telefonat vorbei. Im Übrigen ist der Marco auch für bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Und der sagt auch, der Mensch muss einfach seine Bestimmung finden. Und er weiß, dass eben das, was er gesagt hat, falsch verstanden worden ist. Das hat er eingesehen. Ja? Und er sieht halt, dass viele Menschen eben mit der Arbeit was Negatives verbinden. Er kann es auch verstehen. Er sieht auch die Ausbeutung in der Arbeitswelt. Sieht er auch aus so wie ich und konnte mir das auch nachvollziehen. Und er sagt auch, dass es eben wichtig ist, dass der Mensch seine Bestimmung findet, seine göttliche Bestimmung und nach seinen Talente lebt. Und von dem her sind wir quasi auch schon einer Meinung. Also, und da gibt es aber keinen Grund, mir einfach auf YouTube zum haten. Ja? Was soll denn der Scheiß? Also das, da, wie gesagt, da war ich dann anböbelt von Leuten, die einfach keine Ahnung haben, die entweder die Videos gar nicht angeschaut haben. Und das zeigt aber auch, dass das Bewusstsein leider bei vielen Menschen noch sehr niedrig ist. Dass der Mensch, muss man sagen, ich sage es immer wieder, der hat technologisch viel erreicht, das muss man sagen. Es gibt Handys, es gibt dort Internet, wir fliegen zum Mars und so weiter. Ja, aber so das Zwischenmenschliche einfach, da sind wir noch sehr, sehr unterentwickelt, da sind wir noch sehr primitiv. Wir beuten die Natur aus, wir beuten uns die Mitmenschen aus, wir beuten die Tiere aus. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir niedriges Bewusstsein haben. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Und dass es keinen Sinn macht, den anderen zu schaden. Und wenn wir das Bewusstsein hätten, dann hätten wir viele Probleme gelöst. Ja? Und das wäre dann nochmal mein Statement. Ja? Also wie gesagt, wenn es Konflikte oder wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Marco gegeben hat, ja, dann ist es jetzt spätestens jetzt nach diesem Telefonat, was ich mit Marco geführt habe, ich persönlich, ja, vom Tisch. Ja? Wir haben uns super unterhalten, ich konnte viele Fragen stellen, wir haben uns über Strahlreisen unterhalten, wir haben unsere Bewusstseinserweiterung erhalten und ich sage euch eins, Leute, von dem Mann könnt ihr echt nur was lernen. Ja? Und das war dann auch nur das Schöne, es gab ja nicht nur Hater jetzt, sagen wir mal so, es soll jetzt auch kein falscher Eindruck verstanden. Ein zum Beispiel Anhänger von Marco hat mir Bücher geschenkt und zwar hier das Buch hier von Vadim Zeeland und das heißt Transurfing. Und da geht es darum, die Realität zu beeinflussen. Also mit Gedankenkraft, mit Vorstellungskraft, mit Affirmationen, dass man das bekommt, was man will. Ja, also, dass man die Realität steuern kann, dass man selber in der Hand hat. Und das geht es in diesem Buch, Transurfing von Vadim Zeeland. Hat er mehrere Bände rausgebracht. Und das andere habe ich jetzt da hinten liegen. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt rüber zum Laufen. Das ist nur ein anderer Band, das heißt, ein bisschen anders. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, das werde ich noch lesen. Ja, das war also super, ich habe geschenkt, nochmal danke an denjenigen, ich fällt jetzt bloß der Name nicht mehr, ich habe mir die Bücher einfach gekauft und zugesendet, nachdem er gesehen hat, okay, nachdem er die Diskussion mit Arm und Reich zwischen mir und Marco da mitverfolgt hat, hat er mir einfach die Bücher so geschenkt, ja, das ist hohes Bewusstsein, solche Leute haben ein hohes Bewusstsein, ja, und die haben verstanden, dass es darum geht, uns gegenseitig zum helfen und uns gegenseitig weiterzubringen. Um das geht's doch. Und dass wir nicht uns mit Kleinigkeiten, so kleine Ego-Streitereien da uns aufhalten lassen dürfen. Es geht um das große Ziel. Und das große Ziel heißt spirituelle Revolution. Ja? Zurzeit lese ich ja gerade das Buch hier. Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Ja? Ich habe da schon mal früher von dem Buch gehört, aber auch der Marco hat mich auf das Buch eigentlich so richtig erst draufgebracht. Lese gerade zur Zeit, ich habe den ersten Teil schon gelesen, jetzt lese ich gerade den zweiten Band, es gibt noch einen dritten Band. Und ich sage euch eins, das wird eure Weltsicht total verändern. Wenn ihr diese Bücher gelesen habt, dann wird es wirklich sagen, es spielt keine Rolle, ob jemand Christ oder Islam oder sonst was ist. Das ist alles Quatsch. Ja? Es geht um das große Ganze. Es gibt einen Gott und wirklich und der sagt sogar in diesem Buch, vergesst die Religion, kehrt zurück zur Spiritualität. Ich sage euch eins, ich musste
der ersten und Band zweimal durchgelesen, damit ich erstmal begreifen konnte, was da alles drinsteht. Denke ich, boah, krass. Ich bin nur dran gestanden, ich muss das erst einmal verarbeiten. Ja? Und habe es dann noch zweimal durchgelesen. Das Buch lese ich auch zweimal durch, einfach um das, damit sich das setzt, damit es einfach viel besser noch ins Gedächtnis eindringt und so. Und ja, auf jeden Fall, die Bücher, Marco Hümer, hat mein Leben total verändert. Und das wirklich zum Positiven. Ja. Es gab Zeiten, da wollte ich mir schon das Leben nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja. Jetzt bin ich da weg von dem Gedanken. Im Übrigen haben wir da auch über dieses Thema Selbstmord gesprochen. Er hat ja ein Selbstmordvideo gemacht. Auch ganz interessante Ansichten. Also er sagt halt eben, dass Selbstmord eben keine Lösung ist, weil man muss dann alles wieder von vorne anfangen. Man muss diese Aufgaben, die man jetzt hat in dieser Welt, muss man halt gucken, dass man sie bewältigt. Das ist einfach ganz arg wichtig. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Und damit möchte ich auch das Ganze jetzt auch abschließen und dass es auch zur Ruhe kommt. Ja, das war jetzt mein Abschlussstatement. Also es gibt überhaupt gar keinen Streit mit mir oder Marco Hümer. Es ist alles im grünen Bereich. Es ist alles okay. Ja, der Marco ist wirklich der beste Mensch, einer der besten Menschen, die ich seit langem kennengelernt habe. Ja, das ist ein Engel auf Erden. Wir sind alles gute Menschen. Wir sind alles Engel. Ja, Methode, ich, Marco, auch die Astral Real Talk, ist auch ein guter Mensch. Ja, es gab eben da auch Meinungsverschiedenheiten. Und es gibt halt auch mal unter Freunden Meinungsverschiedenheiten. Das ist ganz normal. Deswegen hasst man sich nicht, deswegen bekriegt man sich nicht. Ja, also das ist einfach, da muss man sich einfach mal besser informieren. Das ist immer ganz arg wichtig. Und jetzt kommt noch was, wenn der Marco, also quasi hat er nochmal angeboten, dass wir eine Skype-Konferenz machen, ja, also nach dem Monat, da geht es dann auch um Astralreisen, Bewusstseinserweiterung. Wir können dann verschiedene Fragen stellen. Da wird bei ich dabei sein, da wird der Methode dabei sein und vielleicht sogar die Astral Retalk. Muss man schauen, wenn es Marco recht ist, ich denke mal, ja, könnte man mal schauen, wäre natürlich super. Und da könnte man natürlich über alles Mögliche diskutieren, ja. Und das wäre natürlich super. Wenn das technisch klappt, würde mich natürlich sehr freuen. Also ich habe ja Skype jetzt sogar noch mit besserer Qualität. Also Leute, ihr könnt euch auf was Fass machen. Also mein Kanal Spiritueller Anarchist, der geht jetzt richtig ab, der gibt jetzt richtig Dampf, Leute. Mit guter Qualität, ja, und super Themen. Ich habe ganz viele Themen. Es gibt ja so viele Sachen, was mich interessieren, ja, und wo ich einfach Wissen vermitteln will und wo ich das auch teilen will, ja. Okay, auf jeden Fall. Das war jetzt nur mal das Abschlussstatement über die ganze Sache Marco Hümer. Ja, es ist alles okay. Ja, wir werden gemeinsam Kämpfer. Ich, Marco, Methode und wer auch immer. Ja, Jonathan Dilas und wie sie alle heißen. Wir werden alle dafür kämpfen, dass der Planet hier ein besserer Ort ist. Wir werden dafür kämpfen, dass die Bewusstseinsrevolution weiter vorankommt und das Bewusstsein der Menschen auf einen höheren Stand kommt. Ja, damit wir endlich kapieren, dass alle Menschen, alle Tiere, alle Wesenseinheiten im Universum miteinander verbunden sind. Ja, das ist eben wichtig zu wissen. Das ist eben ganz, das sollte eigentlich klar sein. Und dafür kämpfen wir und geben unser Bestes. Okay, alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, gebt mal ein Feedback jetzt von der neuen Qualität, was ihr denkt. Und ja, abonniert meinen Kanal natürlich, würde mich natürlich freuen, wenn mir ein Gefällt mir gibt und so. Und könnt natürlich auch die Glocke aktivieren, dann habt ihr immer die neuesten Videos. Okay, also ich hoffe, euch hat es gefallen und dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, Licht und Liebe und macht es gut.